bin der Frau Schiemann, das ist mein Angelgeschäft in der Friedrich-Wilhelm-Straße 10. Und jetzt versuchen wir noch zu retten, was zu retten ist. Ja. Wäre schön, wenn jemand mit zufasst und hilft. Das steht doch gerade. Was ist abgestürzt? Das steht doch gerade da was. Nicht mehr schön. Hier hat der Sohnemann mitgeholfen. Eier schenken. Lasst es euch schmecken. Ja, das ist alles, was uns so noch übrig bleibt nach dem ganzen Wasser. Ja, Reste beseitigen. Dann bleibt nicht alles. Und wie ist es euch hier betroffen? Ja, ganz schön. Eigentlich ist man nicht so hochgedeckt, aber den Schlamm und die ganzen Geräte, die unterhalb kaputt gegangen sind, die Polster sind kaputt. Sprachhäuser vom LKW-Kollegen. Jetzt Inhaber des Sporthauses in Grimma. Die Reste sind hier. Eigentlich der dritte Versuch. Und wahrscheinlich der letzte Versuch. Ja. Eigentlich ist alles wieder kaputt. Also so wie 2002. Und eigentlich habe ich keine Hoffnung mehr. Ich denke, dass wir noch schön aufräumen hier. Und dann uns vielleicht was anderes suchen. Weg. Ja, weg können wir eigentlich nicht, weil wir haben noch so viel Schulden auf dem Hals, noch vom letzten Hochwasser. Also mir fällt spontan nichts ein. Ich weiß bloß eins, was ich nicht mehr will. Ich will nicht ständig unter dieser Hochwassergefahr leben müssen und ständig irgendwie wieder anfangen und wieder anfangen und wieder anfangen. Und also mir fällt am Moment die Kraft und der Mut. Vor 11 Jahren ist es schon mal passiert. Sieht genauso aus, ist genauso alles kaputt. Wir sind 20, sagen wir mal 50 cm tiefer. Ja, es hat einen Laden geschnappt, das ist alles kaputt gegangen. Die Seele ist am Ende. Aber wir machen weiter. Aber wir spucken. Wir spucken jetzt in die Hände, wie man das so schön sagt. Und machen weiter. Bis alles wieder in Ordnung ist. Und in 11 Jahren hoffen wir ja, dass er mal endlich die nächste Mauer verlässt. Wir hatten aber, muss man dazu sagen, auch damals eine andere Glasfassade, die das nicht so abgedämmt hat. Und jetzt, 2002, stand es bis an der Decke. Da mussten wir die Decke neu machen. Und jetzt müssen wir halt alles anderen, theoretisch wieder alles neu machen. Es kam, es sah, es sieht. Es hilft keine Wasserschutz. So, wir sind jetzt hier reingegangen. Wir haben der Blutmaß jetzt erlebt. Das sieht schlimmer aus. Ich gehe von weg, ne? Ich bin der Besitzer vom Lebensmittelladen in Grimma in der Hundstädter Straße und
Sie können hier gerne schauen, wie viel von den Lebensmitteln hier noch zu gebrauchen ist. Zurzeit fühle ich mich so, wie es ist, in der Lage aufzuräumen, aber finanziell nicht in der Lage, diese Hürde selber zu stemmen, um hier ein Geschäft weiter zu betreiben und meine Angestellten weiter zu beschäftigen. Die Gefriertruhen sind 4 Wochen und bestückt mit ungefähr 500 bis 800 Kilo Frostware, was Fleisch, Wurst, Kuchen, Pizzas und Sachen des täglichen Bedarfs sind. Wir sind bereit, weiterhin in der Innenstadt ein Lebensmittelgeschäft zu betreiben und schauen, inwieweit uns hier auch der Staat hilft. Also ich bin Ute, Finsterbus von Ruin. Wir haben ja einen großen Sachenladen, Jeans, Oberteile und sind jetzt gerade reingekommen und versuchen jetzt erstmal zu sehen, hintenrum sind wir schon rein, Schlamm steht im Laden. Und jetzt müssen wir anfangen und endlich können wir was machen und jetzt müssen wir loslegen. Angst habe ich auch, aber was soll's. Der Putz muss ab, diese ganzen Säulen sind mit Trockenbau umwandelt. Wir haben dort eine Echtholztreppe drin, die stand auch ein paar Stufen unter Wasser. Aber wir fangen einfach an und schaffen es. Egal was ist, ich mache wieder auf. Ich habe eine Familie, ich habe Freunde hinter mir stehen und wir machen wieder auf. Wir wollen das, wir schaffen es. Irgendwie wissen wir nicht, was ist, aber wir schaffen es. Ja, ich bin die Frau Neubert und bin die Besitzerin der des Nähkästchen in der Langstraße 63 in Grimma. Tja, was soll ich noch sagen? Dreck ist drin, jetzt machen wir ihn wieder raus.